Gäste wieder. Oh, sehr schön. Und die Claudia war im Hintergrund. Das war ganz geblendet hier. Ach, guck mal, der Wasserfall da. Sieht ja echt aus, oder? Schick, schick. Eingecheckt, war ein bisschen schwieriger heute mal. Die Dame war sehr cool, sehr genau. Ja, denn es ist ja eigentlich so, dass man ein Rückflugticket aus Thailand braucht, wenn man da einreist mit der Visa Exemption, also die 30 Tage. Es fragt nie jemand nach, aber diese Dame hier, ja, sag ich, die war sehr genau. Fräulein Rittmeier, hat nachgefragt. Ach, haben sie hier. Und was haben wir gemacht? Schwupps, ich habe mein Visum gezückt, das ich gedruckt habe, ganz bewusst. Und dann war alles in Ordnung. Schon dürfen wir nach Thailand. Ohne Rückflugticket. Sag mal, wie kannst du denn so früh am Morgen so gut gelaunt sein? Das ist ja auch anstrengend. Ich bin eine frohe Natur. Hier gibt es auch 180 Grad gedreht, das wisst ihr, ne? Du redest von dir selber, ne? Ich bin eine frohe Natur. Och, der wir gehen doch schon wieder falsch, wir gehen doch schon wieder. Wo willst du hin? Da geht's erst essen. Na, McDonald's. Da hinten ist Departure. Ach, das will... Also? Wir haben eine halbe Stunde Verspätung, ist egal. Gehen wir dann jetzt hier über die Chase. Chase ist doch der Geheimtipp. Okay. Aber Fäschchen ohne Rollen. Dann zieht's hinter sich. Wo ist der Champagner? Also es ist nicht mehr auszuhalten, wirklich. Ich gehe nach ganz vorne. Ich hab gedrückt und da ist er. Er hat den Zug gerufen. Dann kommt er auf. Hallo, für uns alleine? Ja. Kann man jetzt tanzen? Ja. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schnelles Intro, weil die Treppe ist gleich vorbei. Also die Treppe ist gleich vorbei. Ich jetzt quatsche schon wieder zu viel, dass wir schon oben sind. Also, bis gleich. Guten Morgen, Sonnenschein. Bist du jetzt mal ruhig? Ich wollte nur sagen, guck mal an, es ist morgens um 8 und da gibt's Wein. Ja, den brauche ich jetzt auch, weil der ist anstrengend heute, sage ich euch. Gut, ich bin gut gelaufen. Wir sind jetzt mal wieder in der Chase und herzlich willkommen zu einem neuen Video nochmal, weil ich so viel gequatscht habe oder abgelenkt war von dem da. Wir fliegen heute mal wieder EVA, aber schöner Dreamliner, der Stern, wenn es so ist, aber er ist verspätet. Das heißt, wir können ein bisschen in die Chase, in die Geheim-Lounge oder Geheimtipp-Lounge so hier. So geheim in ist er nicht mehr. Guck dir das ja, mal weiß, an. Ich weiß, es wird aber voller. Ist leider so. Aber immer noch größer und näher als die American Express nebenan. Auch schaut mal, was da läuft. Ja. Bei excuse me, do you have different jam? Only this? No, Nutella also? Okay. Es gibt nur Orangenmarmelade. Wer um Gottes Willen ist Orangenmarmelade? Gott. Also ich glaube, die machen das absichtlich hier. Die möchten, dass man sich hier nicht wohlfühlt. Warum? Oder ich zumindest nicht. Kein Nutella, kein Süßstoff. Und alles, was ich frage, gibt es nicht. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen First World Problem und dann habe ich meine Gabel. Wo ist meine Gabel? Ja, hättest du dir eine mitgebracht. Ich habe Stäbchen, schau. Ich fühle mich wohl, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Wasser, ich habe meine Suppe. Ich brauche keinen Süßstoff, ich brauche keinen Zucker. Oh, du riechst nach Fisch. Ja. Oh, das ist ja das auch machst noch. Du auch manchmal. Für dich. Ja. Tschüss. Tschin, tschin. Tschin, tschin.
Ach, also ich sage euch ja, das ist ja mein Platz hier. Blick aufs Vorfeld, Champagner. Ach so, und apropos Lounge. Wir haben ja ein Lounge-Hopping hier gemacht im letzten Video, oder letzten Mal, als wir hier waren. Entweder in der Kurzfassung von Dominik als Short oder in der Langfassung von mir dann entsprechend bei YouTube. Könnt ihr gerne auf das i drücken, könnt ihr euch aussuchen. Thank you, bye bye. Thank you. Die Sapphire Chase Lounge. Das ist der Weg, den man normalerweise geht, wenn man keinen Zug nimmt oder was? Genau. Ich wollte eigentlich mal über die Brücke laufen, die Sky Bridge, die ist ja ganz neu. Bestimmt cool, wenn da mal so ein Flugzeug drunter durchfährt, aber... Das dauert, glaube ich, ein Stück. Würdest, wenn ja, man kann von oben Fotos machen. Wieso aus der Helikopterperspektive? Ach so, du meinst, das ist eine Glasbrücke, ja? Also ein Glas das, unten. Das glaube ich sogar fast. Nicht ganz, aber du hast mal Fotos gesehen, ja? Du hast Fotos gesehen. Guck mal, das ist die Brücke. Und Dreamliner ist ja auch was, muss ich sagen, weil auch da, besonders bei EVA, dort eine bessere, neuere Business Class verbaut ist. Und sie, also der Dreamliner oder die 787, fliegt ja auch nach Wien, also nicht nach Frankfurt oder so. Nach Wien kann man also dieses Produkt mit diesem Sitz entsprechend buchen und fliegen. Miles & More ist da ein guter Partner, kann man das gut buchen und bezahlen mit Miles, das geht immer wieder. Hat funktioniert. Ja. Das war jetzt ja wohl. Wie war das? Die Lufthansa hat das doch auch gemacht hier. Wahnsinn. Mit in Wahnsinn, der Star Alliance App kannst du das machen. Und wir gehen rein in die EVA Air 787-10 Business Class. Ihr könnt sehen, eine 1:1 Konfiguration und jeder Sitz hat einen Gangzugang. Also jeder kommt direkt rein und raus. 34 Sitzplätze habt ihr hier in einer 1:1, wie gesagt, und designt und entwickelt von BMW Designworks. Ich glaube, EVA ist auch der einzige, der diese Sitze hat. Und sie sind so ähnlich wie die Vintage XL-Sitze, die wir ja schon von SAS oder auch Qantas kennen. Wie gesagt, das ist die Business Class hier. Wie heißt es? Laurel Class? Ich hab's vergessen. Wie heißt der denn nochmal? Royal Laurel. Was ist das? Das ist ja Zungensprecher. Royal Laurel Class, also die Business Class hier. Ihr habt eine Menge an Verstaumöglichkeiten und Platz für eure Beine. Fußraum oder der Abstand zwischen den Sitzen ist 112 cm, aber das ist lange nicht die Länge des Sitzes oder der Liegefläche. Das erzähle ich euch später. Ach, wie schön. Thank you. Wir sind neu. Cheers. Was soll ich sagen? Also, wir haben kurzfristig jetzt einen Flug gebraucht, um von Hongkong nach Bangkok zu kommen. Und ich habe gesucht, aktuell ist es wirklich sehr schwierig, Meilen zu investieren oder halt Flüge zu buchen, die man sich leisten kann. Ne? Also aktuell ist es ja wirklich unmöglich. Dann habe ich gedacht, guckst du noch mal bei Miles & More. Normalerweise ist Hongkong ja eigentlich nicht so der Starlines-Hub, aber es hat sich gelohnt, denn über Taipei fliegen jetzt nach Bangkok. Einmal zuerst mit EVA, mit dem Top-Produkt und weiter mit Thai Airways 777. Und das zusammen für 35.000 Meilen pro Person. Dann bekommt ihr für eine Beantragung aktuell oder vor einiger Zeit schon 35.000 Meilen pro Kreditkarte, also für die Miles & More Gold. Das ein Gegenwert eigentlich hat, halt euch fest, über 2000 Euro in Business Class. Also können wir rechnen, hätte die Kreditkarte, die Miles & More Gold, einen Wert von 2000 Euro, die Meilen dafür, die ich bekommen hätte. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ganz so muss man das nämlich rechnen. Nein, es sind nicht nur 35.000 Meilen, die ihr bekommt für eine Karte, sondern das, was ihr damit macht, das ist dann der Gegenwert für euch. Und das kann sehr viel sein, kann aber auch sehr schlecht und sehr wenig sein, je nachdem, wie ihr es macht. Also das lernt ihr auf unserer Webseite in verschiedenen Posts. Also schaut mal vorbei, denn es muss nicht immer billig sein, es muss auch nicht immer teuer sein. Ihr müsst nur wissen, wie es funktioniert. Ja. Da haben wir die Kopfhörer. Das sind die Thunder-Kopfhörer bei EVA Air. We'll be right back.
Nur eineinhalb Stunden, nur eineinhalb Stunden, das ist ja nicht mehr schön. Warum denn nur eineinhalb Stunden in so einem schönen Flugzeug? Es gibt da feste Vorgehensweisen bei asiatischen oder bei Airlines wie EVA. Flugmodus anmachen, anschnallen. Hi! Naja, das ist Weiße. Ja, also, das erstmal. Der Start, das habt ihr gesehen, war ja ziemlich cool. Der Start in Hongkong, wie immer, spektakulär. Aber toll war auch der Blick aus der Lounge, oder? Aber ich glaube, während ich aufs Essen warte, ich bin ja in der Reihe 10, also in der letzten Reihe, und hier ist niemand, zeige ich euch kurz nochmal den Tisch und den Sitz. Der ist wirklich bequem. Der Sitz, neben diesem Sitz, der auch sehr breit ist. Ablagemöglichkeit. Für diverse Dinge möchte ich arbeiten. Habe ich ja so einen großen Tisch hier. Den zum Ausfahren kann ich diesen nehmen. Ansonsten habe ich, wie gesagt, Ablagemöglichkeiten hier. Hier kann ich diverse Dinge unterbringen. Aktuell ist noch der Kopfhörer oder die Kopfhörer untergebracht von EVA. Ich habe Dominik euch schon gezeigt, Wanda, bei EVA. Ja. Ich habe hier einen Bereich und letztendlich unten eine Lichtlampe. Universalsteckdose, USB, Ladeanschlüsse. Hier ist für die Kopfhörer, also Audioausgang, der Controller für das Entertainment-System. Hier ist ein eigener Monitor verbaut. Mit diesem Monitor kann ich vorher auswählen, was ich sehen, machen möchte, spielen möchte und so weiter, angucken möchte. Und kann es dann entweder da anschauen, am großen Monitor, oder jetzt einfach hier abspielen. Das geht. Ich suche mir vorher aus Filme, Musik, Kinderspiele oder Filme, Serien. Dann meine Karte. Ich kann mir auch, oder ich gucke mir einfach den an, was es hier zu essen gibt. Hey, hast du Internet? Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe Internet, aber wusstest du, dass Grindr geht hier? Mir schreibt einer aus dem Flugzeug. 23 Meter weg. Da ist einer hinten. Seid ihr das im Flugzeug? Ich wusste das gar nicht. I don't know. Hier, ich bin da nicht online. 23 Meter. Ich glaub's. Also, zurück zum Wesentlichen. Eine Menükarte gab es nicht, aber dafür im Entertainment-System die Auswahl in Kurzfassung. Getränkekarte mit den Champagner und den Weiß- und Rotwein und Softdrinks natürlich auch. So macht es eigentlich auch Sinn und man muss nicht irgendwelche Papier-Menükarten austeilen. Eigentlich auch. Das ist eine Großraumtoilette. Eine Großraumtoilette. Ich weiß nicht genau, ob ihr ihn da drüben jetzt hört beim Pinkeln, aber das ist also die EVA-Toilette. Sehr hell, weiß, sauber, finde ich gut. Amenities gibt es auch genügend. Handseife, Bodylotion und das Facial Aroma Mist. Das mag ich immer total gerne. Am besten immer den Mund zulassen dabei. Ach, Mundspülung gibt es und Becher. Und ich habe hier so ein kleines Fach, oh, was haben wir denn da drin? Mülltüten, Binden und Tücher. Kontaktloses Spülen. Zwei verschiedene Arten von Tüchern. Also eigentlich wiederholt sich das mittlerweile immer wieder, ne?
dann können wir wieder gehen. Kann man gucken, vielleicht ein bisschen in die große Toilette reingucken. Uiuiui. Ja, die ist groß, oder? Ja. So. Spannend, oder? I'm just slowly. It's not much, yeah. I need more time. Thank you so much. Also, ich schaff's jetzt leider nicht, alles zu essen und euch alles hier zu zeigen. Bei einer Stunde Flugzeit ist das, was wir jetzt erhalten haben, schon viel, wirklich viel. Ich sage immer wieder, würdet ihr das in Europa oder innerhalb von Deutschland bekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nur ich weiß es. Ich liebe das ja, die Hand gibt so kleine Tütchen. Da kauft man eins, so das hier. Da kriegt man gleich ganz viele andere Sachen noch dazu. Das ist so toll. Das ist was für Kinder. Und das, wie gesagt, verschenken wir immer. Also wer weiß, wer uns in Bangkok wieder drauf immer das ist. Das können wir verschenken, außer das Modell. Das ist für uns. The world that tries to steal our home. Das war's. Ich genieße jetzt noch ein bisschen mein Champagner und dann war es das schon. Ich kann euch nicht mehr zeigen, weil es ist einfach nicht genug Zeit. Guck, wir landen nämlich gleich. Ich war eigentlich dabei, euch zu zeigen, den Zeugs hier, dass wir hier die Möglichkeit haben zum Liegen. Hier ist das Panel. Die Liegefläche kann ich euch nicht zeigen. Das. Von Wien nach Bangkok. Gleiches Flugzeug, gleicher Business Class Sitz und ich saß da halt da hinten. War genauso gut. So, dann war's das jetzt. Warten wir noch bis zur Ankunft, dann eine schöne Landung in Taipei und mehr gibt's nicht zu sehen erstmal. Tests and trials, love renew. Yeah, we've made it, we've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope. Tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflows. Folgt die letzte Etappe. Das. Thank you, bye bye. Wir waren, glaube ich, etwas chaotisch heute hier, aber das kann ich nicht dafür. Das ist ja auch ein mega Stress gewesen, dieser kurze Flug. Eine Stunde, bitte. Ach komm, es war kein mega Stress. Es war super toll. Und ich fand die
Flugbegleiterinnen wirklich klasse. Und sie haben alles gemacht und dann auch noch das Flugzeug verkauft, diese 7, 8, 7, 10. Ja. Jetzt haben wir wirklich alles. Und dann beim Landeanflug möchten sie noch ein Champagner. Also die haben noch echt alles versucht auf die. Für die kurze Zeit haben sie echt einen guten Service geboten. Sehr, sehr guten Service und was zu essen. Nun, der vorne da, der saß ja nur rum, hat Filme geschaut und ich musste die ganze Arbeit machen. Ich habe eine Story gemacht. Ja, von wegen. Siehe, bye bye. Ach, das war eine schöne Crew. Siehe, bye bye. Ach ja, die Crew war nett. Die war cool, war nett. Aber jetzt haben wir schon alles gesagt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Wir fliegen jetzt mit Thai Airways 777 nach Bangkok. Genau. Wir fliegen mit Thai Airways nach Hause. Das hättest du sagen sollen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.